Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Wir starten und zwar bei der nächsten Revue der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es immer um diesen kleinen Wackel-Weihnachtsmann, liebe Freunde, wie man hier so sieht. Direkt mal nach dem ersten Advent einen rausgehauen. Ja, da sind die Weihnachtsmänner so groß im Kommen. Und wer schon immer so einen kleinen Limbo-tanzenden oder wackelnden Weihnachtsmann haben wollte, der jetzt die Wackeldackel oder auch Hula Hoop oder Elvis Presley tanzenden Marionetten, sage ich mal, aus dem Autoverband, der kann sich hier wahrscheinlich mal glücklich schätzen, dieses kleine Gerät zu sehen. Ich muss ja selbst lachen, wo ich das gesehen habe. Und zwar ist dieser kleine Weihnachtsmann solarkompatibel. Der hat hier vorne so eine kleine Solarzelle drauf, also zwei eigentlich sogar, hier und da, und funktioniert mit Hilfe von Sonnenenergie. Das heißt, wir können den jetzt hier, muss ich mal ganz kurz gucken, wenn man den jetzt hier so festhält und ich halte das zu, ich weiß auch gar nicht, wie die Widerstände da drinnen verbaut sind, weil das ganze Männchen immer noch eine Weile nachwackelt. Ich halte jetzt hier meinen Daumen zum Beispiel drauf. Wenn der aber im Schatten steht, dann wackelt er nicht mehr. Der lädt sich sozusagen selber auf und wackelt dann wie auch immer. Mal ganz kurz von unten hier reinschauen. Ein bisschen nach. Wie so ein Uhrpendel, bloß halt als Weihnachtsmann obendrauf. Kleines Gadget für die ein oder anderen. Also man hört es vielleicht. Jetzt ist es zum Beispiel nicht so dolle. Ich gehe mal ein Stück näher ran. Und wenn ich da loslasse, ist jetzt nicht direkt Sonnenlicht hier. Na, mal gucken. Durch die LED fängt er an zu wackeln wie verrückt. Es klackert sogar leicht. Ja, und das soll der kleine Weihnachtsmann also bewirken können. Ja, wer sowas braucht, ich versuche euch das Produkt mal in der Beschreibung zu verlinken. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Eine schöne Vorweihnachtszeit, Freunde.